Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce. Breath of Winter. Und ja, kann sein, dass ich öfter mal statt Breath of Winter Brief of Winter gesagt habe. Ja, Breath of Winter ist richtiger. So, wir Nicht, wir befinden müssen uns halten. in den Sturmfels und versuchen. Probleme zu lösen. Also erstmal wieder Karte aufdecken, wo Zeug verloren gegangen ist. Vor allem das letzte Kita-Lager, was wir da entdeckt hatten. Damit wir sehen, falls von dort ein Angriff kommt. Ja, genau, das Lager da hinten. Ja, bevor wir das Lager angreifen und stürmen und so weiter. Töten wir mal die Kriecher hier. Oh. Nicht zurückweichen. Kriecher, die Magie können. Ja. Was liegt an? Und noch mehr Kriecher. Dann halten, Männer! In Deckung! Da ist das Dorf. Gut, wir haben auch bald wieder ein Level Up. Oh, Nebelquarz. Oh, und da öffnen sie die Tür für mich. Oh, kleines Haupthaus, sehr schön. Ja, cool. Nee. Wir machen das anders. Wir holen uns erstmal eine Handvoll Orks. Gucken, dass wir das kleine Haupthaus bei den Orks mal reinpacken. So. So, die errichten erst einmal das kleine Haupthaus hier in der Gegend. Ja, schon gut. Währenddessen können wir ja mit Hulu reden. Oh, du Janina gebracht hast. Große Runenkrieger kehren wieder, um uns zu helfen. Sie erhofft sich Heilung von ihrem Fluch. Könnt ihr das bewirken, Skerk? Bewirken ich das nicht kann. Zu mächtig ist der Geist, der umschließt ihre Seele. Hulus Macht reicht nicht aus, um den Bann zu vertreiben. Sie sich stellen muss den Mächten, die sie quälen. Wie soll das geschehen?
Nur derjenige, der ihr diesen Fluch auferlegt hat, kann ihn auch von ihr nehmen. Dunhan. Hinter seinen Kriegern und Mauern sitzt er. Wahnsinn wohnt in seinem Geist. Aber Setrius, sein Bruder, er helfen euch wird. Folgt dem Weg nach Nordosten, dort Setrius sein Lager hat, aber viele Kithar und Kriecher auf dem Weg. Aber euch helfen, das werden wir. Unsere Hütten und Land könnt ihr nutzen, denn mehr Soldaten werdet ihr brauchen für den Marsch. Die Skerks stellen uns ihre Siedlung zur Verfügung. Damit können wir unsere Truppen verstärken. Schickt Arbeiter in die Häuser. Ja, gut. Oh, Stufe 5 erreicht. Das ist auch gut. Gut, ich werde aber trotzdem hier auch was errichten. Und ja, wir müssen bald davon ausgehen, dass die Kita losmarschieren werden. Irgendwohin. Die Linien müssen halten! In Deckung! Also werde ich gucken, dass ich das Monument hier oben einnehme. Ich gehe aber den langen Weg, um die Spinnen loszuwerden. Erstens das. Und zweitens, weil hier auch eine Kiste steht. Wir werden angegriffen. Oh. Tod den Feinden! Haben eine Fischerhütte. Und ja, ich habe Stufe 5 erreicht. Machen wir es erstmal so, beim nächsten Level ab. Nur sein überlege ich mir noch. Ich glaube nämlich, ich nehme... Ja, genau. Natur mit rein. Als Ersatz fürs Schild. Da kann ich mich nämlich mit einem Dornschild buffen. Irgendwas Besonderes, was wir jetzt tragen können? Nö. Aber ja, Jäger noch errichten. Lasst uns lieber Krieg führen. Haben wir die Kiste da schon geplündert und ich habe es nicht gemerkt? So, ich brauche 5 Leute hier. 5 Leute hier. Hau ich mal alles raus, was ich kann. Was wollt ihr sonst? So, ihr fangt erst mal im Schnitterzelt an. Wir brauchen Lenia.
17 insgesamt bräuchte ich, aber ich glaube, so viele kriege ich nicht mal zusammen. Wohin? So. Fischerhütte. Okay, 18 insgesamt sogar. Wobei, den einen Kolbenmacher kann ich mir ja sparen. Was wollt ihr? Ja, wenn man sich überlegt, wir sind in der zweiten Aufnahme, ist man schon auf 5. Ist was? Wobei, bringt mir das Nahrungslager überhaupt etwas? Ist ja eine gute Frage. Das erste, was ich mache, ist die Totems, sobald ich genug Lenia zusammen habe. Ja, ich bin müde. Ist was? Dorthin also. Wobei wir nicht mal die Holzfällerhütte brauchen. Wo sonst? Wir brauchen mehr Lenia, also sammelt ihr da oben mit der Schnitterhütte. Das Lenia. Oh, und da ist auch noch direkt Lenia vor ihrer Base. Also die Kiste da habe ich schon geplündert. Skerg schleichen in der Gegend rum. Ja. Ja, wir brauchen jetzt erstmal Lenia fürs Upgrade und dann ein Haufen Lenia für die Ausbildung. Für die ganzen Totems. Gut, die Anzahl der Kita hält sich in Grenzen gerade und sie scheinen noch nicht angreifen zu wollen. Wenn sie überhaupt mal angreifen von dem Lager aus, wenn das Lager nicht einfach ein Defense-Lager ist. Okay. Verbesserung ist fertiggestellt. Da sind auf jeden Fall auch Waldläufer, die den Weg nach oben bewachen. Jetzt sollten wir aber auf jeden Fall Schamanen rufen können. Weil erstens haben sie jetzt ein Schild. Also Totems meine ich. Sind zwar irgendwie Schamanen, aber ja. Und ja, sie haben jetzt einen vergifteten Speer und sind dadurch definitiv besser, denke ich mal, als unsere Knüppel. Schwingenden. Anderen Units.
So, nächstes Upgrade. Wir kriegen langsam die Totems zusammen.